Kaffee hier genießen. Oh, einfach nur wunderschön. So, Freunde, jetzt haben wir genug hier genossen. Der Mike ist mit am Start. Wir sind jetzt schon da, wo wir sein wollen. Aber wir sind noch nicht drin. Ein mega gigantisches Kurhaus, Gastronomie, alles, absolut alles. Wir sind jetzt auf der Rückseite, Freunde. Alter, da steht die Tür auf. Alter. Wow. Eingangsbereich hin. Da stand ich gestern von draußen davor. Das ist ja gigantisch. Jetzt habe ich hier vorne was gesehen, Freunde. Da müssen wir jetzt mal hingehen. Ne? Alter. Also hier war die ganze Gastronomie von der Geschichte. Guck mal, hier ist der Sternsaal. Wow. Ach, guck mal hier, die ganzen Sektkühler. Oh, was für eine Küche. Lecco mio. Ach, du Herr Jemine. Das Krasse ist, Freunde, du hörst hier überall, hier ist am Brummen, am Summen. Alter Schwede. Also man sieht, dass es schon ein paar Tage leer steht, ne? Beziehungsweise, ja, außer Betrieb genommen worden ist. 2019, Freunde. Hier Pfeffersalzstreuerchen hier unten drin. Warum stehen da oben noch alles da? Wow. Guckt euch diese schönen Sessel an. Ich muss vorsichtig sein, weil hier vor den Fenstern ist direkt da. Wow. Direkt ein Fußgängerweg. Ein riesengroßer Park und man kann genau hier reingucken. Hier war auch nochmal ein Eingangsbereich. Ich auch, hier ist der Kristallsaal. Alter! Aber hier hatten schon welche Vorhänge zugemacht. Guck dir das an, ey! Mensch, was sieht das schön aus? Alter.
gibt natürlich keinen hier. Oh, Alter, was riecht das muffig hier, ey. Alter, Jolli, wo geht das denn hier hin, sag mal? Jetzt guck dir diese alten Türen hier alles an, ey. Guck mal hier, was ist das denn hier? Ne, das ist nur so ein Abstellräumchen. Aber jetzt habe ich, was haben wir denn jetzt gefunden, sag mal? Alter, das ist ja ganz... Weil hier, guck mal hier. Freunde. Ey. Hier ist das Jägerstübchen. Alter. Guck mal hier. Da haben wir noch so einen alten Fernseher da. Ey. Das Jägerstübchen. Hier, weißt du, hier da so. Hier haben immer die Experten gesessen. Ja, hier da, die Stammgäste, die haben immer hier gesessen. Alter, guck. Ist ja riesengroß, du kannst ja, glaube ich, kannst ja fast eine Woche lang hier durchlaufen, ne? Ach ne. Überall hast du hier Materiallager. Alles voll über. Hier da so ein elektrisches Fondue-Set hier. Ey, das ist ja. Ah, da kommt der Mike jetzt an den Schrocken. Ne? Ach, was ist das? Guck mal hier, also hier wirst du echt. Ach, hier war der Zulieferer. Anlage. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch weiter. Ach, da sind auch noch mal Toiletten jetzt hier, Freunde. Wieso sind denn jetzt hier hinten noch mal in dieser Ecke noch mal Toiletten? Wunderschöne Toiletten. Das und hier? Hier geht es nämlich weiter. Alter. Diese Tür, dieses Geräusch. Ach, hier war die Garderobe. Wirtschaftsraum oder so. Alles Vorhänge, bunte Tischdekos. Guck dir das an. Alles Bilderrahmen. Du willst ja was. Kommst du hier in diese Kegelwarengeschichte rein, ne? Wow, guck mal, noch alles richtig voll intakt, das ganze Ding hier. Das ist so schön. Das, du hast hier kein Vandalismus, keine Zerstörung, nichts. Boah, wie geil ist das? Hatte tatsächlich nur diesen einen Zugang hier. Da konntest du dann hier jemand bitte drücken. Bestimmt, wenn du irgendwie Getränk oder so haben wolltest. Warum? Wurde alles so Ersatzteile. Guck dir das an. Alles voll Telefon. Guck dir mal die Bilder hier an.
Bilder. Oh, das ist einfach unglaublich. Weil immer für Taschen da sind, aber Staffelei. Guck mal hier, so schön. Ist was Gips oder was ist da hinten? Und so eine Hammond-Orgel. Alter. Ey, das ist. Das ist doch Wahnsinn. Hier hat der Hausmeister sein Unwesen getrieben. Man wünscht sich einmal in Lost Place alles das leer. Aber Freunde, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Du kriegst das gar nicht geregelt. Du kannst gar nicht irgendwie so, ne, aber du, ich weiß nicht, Freunde. Hier steht Wellness. Ich glaube, wir haben das Schwimmbad gefunden. Wow. Jolli die Waldfee. Jetzt guckt euch das an. Freunde, was ich glaube. Ich glaube. Wie kannst du dich echt verlaufen? Nein, ich glaube, das riecht hier noch nach Sauna. Das riecht irgendwie voll nach Sauna. Da, habe ich doch gesagt. Hier war der kleine Saunabereich, guck mal hier. Da ist hier sogar noch der Ofen, alles drin. Krass, habe ich so kennengelernt, noch nie gesehen, kenne ich gar nicht. Da waren mal so Lämpchen und dann kannst du hier reinsetzen, wie sie gegrillt oder was. Da kannst du, der Münzzähler funktioniert nur hier. Alter. Schon echt spooky aus, wie der Teil da steht, ey. Guck mal, hier ist ein Tag, ganz alles noch voll Akten hier drin. Komm, schau mal. Die Tür geht so schwer auf, da muss aber aufpassen, Mama. Doppelbett. Raus, da ist der Park. Und Gabi wartet im Park. Kein Mensch da, zum Glück, wir sind so wahnsinnig früh hier gewesen. Puh. Mann, sieht das mega geil aus. Sieht das mega krass geil aus. Guck mal, jetzt geht's, da kann man reingehen. Aber wir wollen ja da drüben in den blauen Saal, da drüben rein. Richtig geil. Guck mal da. Was ein Gequietsche. Geil, Mann. Wie die das gebaut haben. Dann haben sich hier wieder was angebaut, da wieder was angebaut. Da drüben in dem Bereich, da waren wir gerade drin. Ach, jetzt sind wir hier an diesem Haupteingang. Eieieiei. Siehst du, hier war die Rezeption. Alter, was ist hier alles noch am Blinken und so und alles, ey. Ey, das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Abstellraum, Foyer. Ich glaube, das ist die Alarmanlage, die Sicherheitsalarmanlage hier. Alles voll. 123. Was, wie viel hatten sie denn hier? 164. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass die 1 für die Etage steht. Also erste Etage, dann haben wir auf der. Ah, hier kann man aber nicht so sehr reingucken. Die stand gestern da. Aber da vorne ist ein Polizeiabsperrband. Da haben sie durchgeschnitten, da vorne. Also sind wir jetzt hier in dem anderen Teil dran, Freunde. Und hier sind wieder 1000 Aufgänge, Abgänge. Weißt du, was ich glaube? Tatsächlich, die sind nämlich zu, die ganzen Zimmer hier. Da hinten gehe ich nicht weiter, weil ich weiß, da ist ein Wohnhaus. Muss man jetzt hier nicht im Dunkeln daher natschen. Was eine Scheiße.
Also da drüben zu gucken ist natürlich ein bisschen gefährlich, ne? Aber wir gucken mal eben schnell hier. Wir sind ja geschmeidig, wir können uns ja hier verstecken. Ein bisschen Büro. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Wann kommst du denn von der Seite? Ich weiß von dir. Ach, hier so ein Einwurfsafe. So ein Tagessafe oder so für Tageseinnahmen oder irgendwie sowas. Da steht auch noch ein fetter Safe. Urlaubsanträge aus dem Jahr 2018. Wie gesagt, ich habe den ganzen Archivbau vor 5 oder 6 Jahren schon mal hier vor der Tür. Und da hat noch was denn hier? Oder Leute, das ist mir zu heiß. Stellen wir schon wieder an den Platz. Aber was ich sagen wollte, oder war viel länger her. Ja, also dann gehst du da vorne so ein bisschen zu. Die ganzen Türen zu den einzelnen Zimmern hier, die sind alle abgeschlossen, sind alle zu. Die kann man von außen, haben die keine Klinke. Also, ja, vielleicht haben wir Glück und es ist irgendwann offen, ansonsten. Mhm. Ich wollte sehen, dass es so ein Pöttchen mit Schlüsseln gibt, wo die alle drin gesammelt waren. Naja, aber hier hast du auch 700 Millionen Türen, ne? Da kommen alle Leute vorbei. Oh. Der guckt so komisch, der. Die beiden da, bleib mal da stehen, bleib mal da hinter der Mauer stehen. Ich glaube, die wollen hier rein, oder? Ich weiß es nicht. Nee, das sind Touristen. Pass auf, die kommen zur Tür. Oh, jetzt. Der kommt. Komm, wir holen jetzt erstmal hier ab. Hier sind die wichtigen Sachen drin. Die 5,5 Zoll Disketten. Guck dir das Teilchen. Ein doppelter da unten ist noch eine Türe. Was ein Geldschein. Der ist bestimmt so, weiß nicht, aus den 50er Jahren oder was oder so. Heizungsgang. Jetzt ist hier gegenüber ist hier eine Türe noch. Die haben wir jetzt hier noch gefunden. Die hat man übersehen. Du hast so viele Türen hier. Du weißt gar nicht, wie du, wo du überall gucken sollst. Da ist Licht an, da brauchen wir noch nicht mal. Alter! Was ist denn hier? Ach, das sind die ganzen Fernseher. Guck mal hier. Da stehen da irgendwelche Reinigungsmittelgedöns. Hier auch nochmal so aufs Telefon und hier. Pau, 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 pau. Ja, Freunde, also bis jetzt ist er denn Location der Superlative, ne? Alter, da zack, pau. Das ist ja unglaublich. Das ist ja absolut unglaublich. Da ist noch so eine Schiene drin. Ah, hier stehen die ganzen Schränke. Das ist diese ganze Einrichtung, ne? Überall hier, Freunde. Da, mit so einem Kühlschränkchen dabei. Da, safe mit Schlüssel. Wie schön die Lampen da aussehen. Ne? Die kleinen, oh, da ist auch schön. Wahnsinn. Was geil ist. Guck mal da, überall sind da. Ist da noch ein Schlüssel drin? Gashauptan. Der Aufzug, der oben ist. Was ist das denn hier? Guck mal hier. Hibiskustee. Freunde, Hibiskustee. Ja, bis wann ist der denn haltbar, der Hibiskustee? Bis 2015. Könnt ihr das sehen? Also 2015 abgelaufen. Wow. Jetzt guck dir das an hier. Da ist nochmal so ein Lager hier.
weißt du, was so eine scheiß Kaffeemaschine kostet? Die stehen hier einfach so rum und die Sessel und... Das ist einfach unglaublich. Guck mal, wie groß das hier noch ist. Guck mal. Alles so eine Ersatzteilchen hier. Das sind Spiegelchen. Die Tischtennisplatte. So ein kleiner Kicker. Ja. Schreckst du mich, ey? Alter! Welcher ist denn jetzt angegangen? Einer von denen, krass. Alter. Ja, genau, da war ich ja gestern. Hab ich da draußen geguckt. Was eine Location. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt da drin waren. Hier vorne im Park war ich schon wieder Ramtamtam. Hier ist das Sonntagskonzert, glaube ich. Alter Schwede. An dieser Stelle, Freunde, verabschieden wir uns. Abo, Glocke, Daumen. Schick den Kanal von Mike, da ist der Mike. Die Vöglein, ein wunderschönes Wetter haben wir hier. Und danke für euren Support, Freunde. Bleibt sauber, gerade und gesund und spart echt nicht an Kommentaren. Haut mal einen raus hier. Es ist ein geiles Wetter. Freunde, wir gehen jetzt ein Eis essen. Wir haben zwar erst, glaube ich, 9 Uhr oder so oder 9.30 Uhr, egal. Freunde, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Ich verlasse mich da drauf. Keep it.